Dann steigen wir mal ein in die erste Aktuelle Stunde zum Thema entfernte Gedenkinschrift der Erinnerungsstätte auf dem Altmarkt. Hier ist Einreicherin die FDP-Fraktion. Sie würde zunächst starten und wie ich es eingangs gesagt habe, wäre dann als Nächste nach der Einreicherin Fraktion Freie Wähler diejenigen, die in die Fraktionsrunde starten würden. Und damit darf ich die Einreicherin bitten zur Einbringung der Aktuellen Stunde. Herr Haase, bitte schön. Sehr geehrte Damen und Herren, Mitte Januar trug sich in Dresden Unglaubliches zu. Da verstand mitten aus der Innenstadt ein Denkmal, nicht irgendein Denkmal, nein, ein Denkmal, das auf ein Thema hinweist, das seit 79 Jahren die Stadtgesellschaft umtreibt, emotionalisiert, spaltet. Es geht um den 13. Februar 1945. Zu den Umständen des Verschwindens im Amtsdeutsch Rückbau konnte die Verwaltung zwei Tage lang keine vernünftige Erklärung abgeben. Irgendetwas war da durchgerutscht, war wohl schiefgelaufen und man suchte fieberhaft nach einem Verantwortlichen auf den Gängen des Dresdner Rathauses. Die dann gefundene Erklärung überraschte einigermaßen. Alles sei längst geplant, es handelt sich um einen bereits im Jahre 2019 angeschobenen Vorgang, der nun endlich umgesetzt worden sei. Wie bitte? Ja klar, natürlich hat es im Februar 2019 einen Stadtratsbeschluss zur baulichen Umgestaltung des Altmarkts gegeben. Der Punkt 8 ging dabei auch auf eine mögliche Umgestaltung der Erinnerungsstele ein. Doch der dort festgelegte Expertenworkshop und das Beteiligungsverfahren haben so nie stattgefunden. Auf welcher inhaltlichen Grundlage die Verwaltung nun nach immerhin 5 Jahren gehandelt hat, bleibt völlig unklar. Es hilft dabei auch nicht, nur mit dem Finger auf den Betreiber der Tiefgarage zu zeigen. Dieses Problem ist zu politisch, als dass man die Verwaltung dort aus der Verantwortung entlassen könnte. Tatsächlich gab es im Herbst 2019 hektische Aktivitäten, ausgehend vom OB-Büro, bis zum 13. Februar 2020 eine Lösung zu finden. Dazu wurde in der AG 13. Februar sogar eine Unterarbeitsgruppe Altmarkt gebildet. Ich war seinerzeit selbst dort Mitglied und kann Ihnen quasi aus erster Hand daraus berichten. Die UAG empfahl eine umfangreiche Kontextualisierung der mittlerweile 3 vor Ort befindlichen Denkmalsetzungen. Denn neben der jetzt abgeschliffenen Inschrift gibt es seit 2001 das Mahndepot und seit 2005 das Bodendenkmal von Einhard Grotegut. Heraus kam dann eine behelfsmäßig aufgestellte Informationsstele. Die musste unbedingt vor dem Gedenktag, das heißt am 13. Februar 2020, aufgestellt werden. Die grundsätzliche Lösung des Problems wurde indes vertagt und nie wieder aufgegriffen. Zumindest kann ich mich an keine Beratung in der AG 13. Februar oder im Kulturausschuss erinnern, wo dies nochmal eine Rolle gespielt hätte. An einem solch sensiblen Ort, der eine derartige öffentliche Aufmerksamkeit genießt, und das konnten wir ja in den letzten Wochen wieder erleben, kann ich aber keine politischen Alleingänge unternehmen. Das gehört natürlich in die politischen Gremien. Das gehört natürlich in der Stadtgesellschaft diskutiert. Wie kann man denn derart unsensibel und politisch blind sein? Für mich ist das einfach unbegreiflich. Frau Klepsch, Herr Kühn, sorgen Sie doch mal für Aufklärung. Legen Sie doch einfach das Konzept vor, auf dessen Grundlage die Verwaltung ja nun angeblich nach 5 Jahren gehandelt hat. Und aktuell hat die Verwaltung ja auch gar kein Lösungskonzept parat. Die Infostele wurde mit einem geänderten Text wiedererrichtet. Wer hat denn den Text inhaltlich geprüft? Wo ist er denn abgenommen worden? Bei Frau Klepsch im Büro? Persönlich? Das ist handwerklich unsauber und sieht nach einem aktionistischen Schnellschuss aus, geleitet von einem vielleicht schlechten Gewissen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Altmarkt ist Dresdens ältester Platz. Er hat in der Geschichte viele Nutzungen erfahren. Diese Mehrdeutigkeit des historischen Ortes Altmarkt wurden mit brutaler Gewalt durch die Bombenangriffe im Februar 1945 überschrieben. Die Bilder der brennenden Leichenberge auf Dresdens Marktplatz gingen um die Welt und haben sich tief in das kollektive Gedächtnis eingegraben. Dieser geschichtspolitischen Herausforderung müssen wir uns stellen. Dafür müssen wir als Gemeinwesen eine Antwort finden. Das kann nur in einem breiten
öffentlichen Diskurs passieren. In diesem Sinne bitte ich auch, unseren interfraktionellen Antrag zu verstehen, der eine notwendige Debatte über das Wie und Warum des Erinnerns auf dem Altmarkt anstoßen soll. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Wie eingangs gesagt, beginnen Freie Wähler, Freie Bürger. Frau Daken, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kollegen, das Gedenken an die zerstörerischen Luftangriffe am 13. und 14. Februar 1945 auf Dresden, die nach Ende des Krieges die Sowjetzone, später auch die DDR, aus Gründen der Propaganda zu einem angloamerikanischen Terrorangriff etikettierten, sollten von Anbeginn ein bewusst politisches Erinnern sein. Und dass Deutschland nun geteilt war, beförderte das erstrebte Geschichtsbild eines demokratischen Teils, nämlich der DDR und der als Nachfolgestaat des Dritten Reichs deklarierten BRD. Und ich möchte Ihnen meinen kurzen geschichtlichen Abriss verdeutlichen, dass das Gedenken seither mehrfach im Sinne der herrschenden Doktrin gedeutet und instrumentalisiert wurde. Die Zerstörung Dresdens wurde ab 1950 nicht zum ersten Mal instrumentalisiert, nachdem die Nationalsozialisten schon 1945 den Bombenangriff als einen bewussten Angriff auf die abendländische Kultur deuteten, war es nun an der DDR-Führung, den Zerstörungsmythos weiter zu pervertieren, indem man auf eine immerwährende Gefahr wiederkehrender Angriffe durch den Westen und seiner Verbündeten verwies. Die 50er und 60er Jahre waren in diesen Februartagen also geprägt vom Kalten Krieg mit Massenkundgebungen, Fackelumzügen und zentralen Kulturveranstaltungen. Eine der Losungen lautete, die Mörder Dresdens sind die Kriegstreiber von heute. Ich meine, dass jeder eingeborene Dresdner in seiner Familienbiografie Erinnerungen an diese schreckliche Nacht hat. Und ich weiß von Dresdner Familien, deren jährliche Erinnerung am Abend des 13. Februar mit dem Anzünden und dem Aufstellen einer Kerze im Fenster begangen wurde. Bei Glockengeläut und ohne institutionell verordnete Trauer. Vielmehr im Sinne der Aussage, nur das Volk wird in der Welt geachtet sein, das sich selbst, seine Geschichte und seine Toten ehrt. In den frühen 80er Jahren etablierte sich eine andere Form von Gedenken. Der NATO-Doppelbeschluss brachte eine neue atomare Gefahr in die Welt und in Ost und West gründeten sich Friedensbewegungen, die nun ihrerseits die Zerstörung Dresdens als ideales Bild für pazifistisch geprägte Trauerarbeit erkannten. Der 13. Februar wurde nun plötzlich zu einem Antikriegstag. Nach der Wende formierte sich wiederum ein neuer Ansatz, gab es nochmal einer neuen Deutung Raum, denn spätestens nach der berühmten Dresdner Rede von den blühenden Landschaften im Osten, gehalten im Dezember 1989 von Helmut Kohl vor der Ruine der Frauenkirche und seinem Schwur, dass von deutschem Boden nie wieder ein Krieg ausgeht, dies vor einem Meer von Deutschland fahren, war klar, dass der Widerstreit zwischen Ost und West zum 13. Februar die nächsten Jahrzehnte dominieren würde. Am 13. Februar 1990 dann veröffentlichte eine Dresdner Initiative den Ruf aus Dresden zum Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche mit den Worten, Zitat, wir wenden uns besonders an die Staaten, die den Zweiten Weltkrieg geführt haben. Es ist uns dabei schmerzlich bewusst, dass Deutschland diesen Krieg entfesselt hat. Der Wiederaufbau der Frauenkirche als Symbol für die Wiedervereinigung war in den 90er Jahren durchaus ein einendes Projekt. Dennoch war nun das Narrativ der schuldigen Stadt Dresden erstmals benannt. Und obwohl noch 1972 von Seiten der damaligen Dresdner Stadtverwaltung nach, Zitat, gesicherten Angaben der Dresdner Ordnungspolizei zufolge eine Zahl von 250.000 bis 300.000 Opfern realistisch sein sollte, korrigierte man die Zahl auf ca. 25.000. Damit gilt das Bombardement, und das muss man wissen, nicht als Kriegsverbrechen und als Folge dessen darf man die ab der 2000er Jahre stetig größer werdenden Trauermärsche von Neonazis dies im Gedenken an die Opfer des Bombenholocaust bewerten. Die Instrumentalisierung erfährt hierbei einen weiteren vorläufigen Höhepunkt. Dem setzte die Stadt Dresden bis 2005 wenig entgegen, nur dass der Neumarkt und die Frauenkirche als Orte des stillen Gedenkens etabliert wurden. Es gründeten sich nun Protestbündnisse gegen die Vereinnahmung des 13. Februar, gegen die rechtsextreme Trauermärsche und für das stete Erinnern an Deutschlands Schuld. In diesem Sinne und als bewussten institutionellen Gegenprotest lädt die Landeshauptstadt seit 2010 zu einer Menschenkette um die historische Altstadt ein. Diese Gegenproteste setzen allerdings damit rechtsextreme Aufmärsche anreisender Neonazis und stilles Gedenken erinnernder Dresdner gleich. Dies mit dem Ziel,
den, Zitat, Dresdner Opfermythos zu dekonstruieren und der Aussage des gegenwärtigen Dresdner Oberbürgermeisters, Zitat, Dresden war keine unschuldige Stadt, zu folgen. Auch in diesem Jahr wurden wieder durch verschiedene selbsternannte antifaschistische Aktionsbündnisse, die allesamt mittelbar oder unmittelbar zentral alimentiert werden, dazu aufgerufen, das Gedenken massiv und lautstark zu stören und jeden, der vorhatte, an dem vormals geschändeten, zeitweise provisorisch instand gesetzten Gedenkort zu treten, daran zu hindern. Die Stadtspitze indes ließ sich milde lächelnd mitten eines tobenden Antifa-Mob fotografieren. Auch in diesem Jahr läuteten um 21.45 Uhr überall in Dresden die Glocken. Auf dem Altmarkt, wo nach dem Bombardement tagelang die Toten aufgestapelt und verbrannt wurden, konnte man sie an diesem Abend nicht hören. Aber nicht alle ließen sich in ihrer persönlichen Trauer nehmen. Man berichtete mir von einer jungen Frau, die sich über lange Zeit den beständig schreienden Aktivisten mit einem solch ein Symbol wünsche ich mir für unsere Stadt. Vielen Dank. Als nächster Redner für die Dissidenten, Herr Aschenbach. Mach das Handkreuz wieder an. Auf Schleife gestellt. Geht das jetzt? Nee, es geht noch nicht. Ja. Ja, machen Sie mal. Jawohl, jetzt geht's los. Aktuelle Stunde zum Thema entfernte Gedenkinschrift der Erinnerungsstätte auf dem Altmarkt. Zunächst eine kurze Einführung. Aus heiterem Himmel fielen 1945 Bomben auf die unschuldigen Dresdner. Und 60 Millionen Weltkriegs- und Holocaustopfer sind sich einig, das war gemein. Seither feiert man in Dresden die Bomben-Holocaust, Gedenkfestspiele und jeder, der Bock hat, instrumentalisiert den 13. Februar auf seine Weise. Das ist lustig und macht jede Menge Spaß. Damit CDU, After und andere Opfer wissen, wo man die Gedenkgrenze abwirft, hat man in einen Kloeingang auf dem Altmarkt einen kleinen, heiß umstrittenen Text gemeißelt. Nun hat die Verwaltung, ohne jemanden Bescheid zu sagen, den Gedenktext aus dem Gedenkkloeingang flexen lassen. Völlig orientierungslos irren die Gedenkwütigen nun umher. Einige sollen ihre Bombengrenze auf Holger Zastrow geworfen haben, als er gerade mit seinem Flamingo auf der Winter-Event-Eisbahn gleich neben dem Kloeingang würdevoll über den Altmarkt planschte. Zurück zur Würde des Kloeingangs. Um den drapieren sich traditionell gern After und andere Nasen. Praktisch bei so viel Scheiße. Die braunen Gedenker wollen jetzt würdig gedenken. Ja, versucht's doch mal, möchte ich rufen, muss aber zu sehr kichern, wenn ich mir vorstelle, wie die AfD-Fraktion um Würde ringt. Aber wie wollen Pinky the Brain Pinkert, Mankini, Gilke und Co. denn nun Würde erlangen? Sie wollen den Kloeingang mittels Gedenkinschrift schleunigst wieder zum Gedenkkloeingang machen. Würde, würde, würgen können, würde sie kotzen. Aber was kümmert's mich, wie ihr eure Klos beschriftet? Wenig überraschend haben die wahren Gedenkprofis von der CDU den besten Gedenkanstoß gefunden. Den ebenso praktischen wie würdevollen Gedenkinschriftsgedenklappen. Aber
Damit jeder nun wirklich immer und überall würdevoll gedenken kann, schlage ich vor, zum Beispiel auf dem Striezelmarkt, beim Winterevent und über Dresden Marketing, Gedenkinschrift-T-Shirts oder noch besser Gedenkinschrifts-Gedenk-T-Shirts zu verkaufen. Das gibt den Bombenfeierlichkeiten den letzten Pfiff, ermöglicht individuelles Gedenken auch im Alltag und spielt Einnahmen ins Stadtsäckel. Win, win, win. Und damit sollte die Debatte würdevoll beendet sein. So, wir setzen fort in der Fraktionsrunde mit der AfD-Fraktion. Herr Laczynski. Ja. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Die Tage rund um den 13. Februar 1945 sind die schwerwiegendsten Tage der Dresdner Stadtgeschichte. In diesen Tagen wurden innerhalb weniger Stunden die Errungenschaften und Bauwerke von mehreren hundert Jahren Dresdner Stadtgeschichte ausgelöscht. Auch heute sind die Narben unserer Stadt, die durch die alliierten Bomben hinterlassen wurden, noch deutlich sichtbar. Nicht zuletzt auch deswegen, weil die neue Bebauung aus baupolitischer Sicht und aus baukultureller Sicht nicht mehr ansatzweise einen adäquaten Ersatz zu den zerbombten historischen Bürgerhäusern, Kirchen und barocken Leitbauten darstellt. Auch deswegen und vor allem deswegen, weil unzählige Menschen, Zivilisten, Frauen, Kinder und auch Neugeborene in diesen Tagen getötet wurden. Auch heute, noch 80 Jahre später, leben viele Menschen in Dresden, die in jener Nacht Angehörige verloren haben. Auch heute noch leben Menschen in Dresden, denen es ein Bedürfnis ist, am Totentag ihrer Angehörigen Blumen und Kerzen niederzulegen und deren zu gedenken. Umso beschämender sind Jahr für Jahr die sogenannten Gegendemonstrationen, egal ob auf dem Altmarkt oder auf den Friedhöfen unserer Stadt, die jedes Jahr aufs Neue dieses Totengedenken stören. Hier erwarte ich zukünftig auch von der Versammlungsbehörde eine konsequentere Anwendung des sächsischen Versammlungsgesetzes. Dieses gibt ausdrücklich die Möglichkeit, dass eine Versammlung untersagt werden kann, wenn an Orten, die dem Gedenken der Opfer eines Krieges gewidmet sind, Versammlungen stattfinden, welche die Würde dieser Kriegsopfer beeinträchtigt oder stört. Wenn also am 13. Februar Linksextremisten durch die Stadt ziehen, Flugzeuglärm und Bombenabwürfe imitieren oder Kriegsopfer, darunter Säuglinge, zu Tätern verklären wollen, ist das genau die Art von Versammlung, die diese Art der Verhöhnung, die das Versammlungsgesetz damit verbieten möchte. Und obwohl eine derartige Versammlung ausdrücklich in diesem Gesetz untersagt ist, hat die Versammlungsbehörde dies mal wieder zugelassen. Diese Nachlässigkeit und das fehlende Fingerspitzengefühl beim Umgang mit dem 13. Februar ist bedauerlicherweise in der Dresdner Stadtverwaltung systematisch. Sie tritt überall dort auf, wo die Zuständigkeit und damit auch die Verantwortung bei Beigeordneten aus den Reihen der Grünen liegt. Das wird auch bei dem ursprünglichen Anlass dieser Aktuellen Stunde nochmals deutlich, die entfernte Gedenkinschrift auf der Sitzbank am Altmarkt. Herr Kühn hat sich in der letzten Stadtratssitzung ja bereits umfassend zu der Gedenkinschrift geäußert und sich entschuldigt und Fehler eingeräumt. Meine Hochachtung für diese Aufrichtigkeit. Dass es aber bei einem derart sensiblen Thema zu einem solchen Fehler kommen konnte, zeigt deutlich, dass der 13. Februar offenbar bei den Entscheidungsträgern im Rathaus eben nicht den Stellenwert, nicht die Priorität hat, den dieser städtische Gedenktag diese Zäsur der Dresdner Stadtgeschichte haben sollte. Bei einem solch hochsensiblen Thema eben keine enge zeitliche Abstimmung der ausführenden Gewerke zu haben und sich bei der Beantwortung von zahlreichen Anfragen entsetzter Bürger dann tagelang Zeit zu lassen, zeigt dann doch ein gewisses Maß an Gleichgültigkeit bei den Verantwortungsträgern. Verantwortungsträger, die abgesehen von dieser Gleichgültigkeit noch eine weitere Gemeinsamkeit haben. Sie alle wurden mitsamt der freundlichen Unterstützung der CDU in ihre Ämter gewählt. Insofern ist das Agieren der CDU-Fraktion bei diesem Thema zwar löblich mit ihrem Antrag, aber an Verlogenheit trotzdem kaum zu überbieten. Denn Sie, liebe CDU, Sie haben diese Beigeordneten mit ins Amt gewählt und tragen deshalb auch eine Mitverantwortung an deren Wirken. Der Antrag, den Sie ja nachher einbringen werden, kann deshalb bestenfalls als Schadensbegrenzung verstanden werden, als Begrenzung des selbst verursachten Schadens. Wir als AfD fordern schon seit jeher ein würdiges Gedenken am Dresdner Altmarkt. Ein anderes Gedenken, als es bisher der Fall ist. Zu einem würdigen Gedenken gehört auch ein würdiges Denkmal.
Eine Anforderung, der die Inschrift auf der Sitzbank nicht wirklich gerecht geworden ist. Auch diese neue Stele wird dieser Anforderung aus unserer Sicht nicht gerecht, wenngleich beides noch immer besser ist, als gar keinen Gedenkort zu haben. Dass es aber ein dringendes Bedürfnis der Dresdner Bürgerschaft ist, einen Gedenkort für den 13. Februar in unserer Stadt zu haben, zeigen die Vielzahl an Kerzen, Blumen, Steine und sonstigen Gegenständen, die seit diesem Verwaltungsfehler, dem Wegflexen der Inschrift, tagtäglich an verschiedenen Orten, welche mit dem 13. Februar in Zusammenhang stehen, niedergelegt wurden. Diese bürgerschaftliche Eigeninitiative sollten wir als Stadt aufgreifen und als Inspiration, als Auftakt für die Entwicklung eines würdigen Gedenkorts am Altmarkt nutzen. Vielleicht kann auf diesem Weg dieser Verwaltungsfehler dort dann doch noch zu etwas Gutem für unsere Stadt führen. Vielen Dank. Wir setzen fort in der Fraktionsrunde Bündnis 90 Die Grünen, Frau Schanetzki. Ja, wunderbar, danke. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Dresdnerinnen, vor allem die vielen Dresdnerinnen und Dresdner, die in der vielfältigen Erinnerungskultur engagiert sind. Wir sprechen heute hier, und das ist mir im Laufe der Debatte nochmal wichtig zu betonen, nicht über die Geschichte, sondern wir sprechen über das Erinnern dieser Stadt. Menschen erinnern, und hier zitiere ich Aleida Aßmann, Menschen erinnern stets in der Gegenwart. Das heißt, dass sie unter neuen Einflüssen und Eindrücken immer wieder anders erinnern. Diese Erkenntnis der Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann, die sich vielfältig mit Fragen von Erinnerung und Gedenken auseinandergesetzt hat, sollten wir uns aus meiner Sicht in dieser Debatte auf der Zunge zergehen lassen. Ich persönlich erinnere mich sehr gut an die Diskussion in der damaligen AG 13. Februar unter Leitung von Dr. Klose von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Damals hieß es laut und mit Vehemenz, es sei unwürdig, dass auf dem Denkmal konsumiert wird, es sei unwürdig, dass die Bank, auf der konsumiert wird, das Denkmal ist. Konsumieren, damit waren Bockwurst und Cola gemeint. Es ist nun aus meiner Sicht völlig widersinnig, den Text an der Bank einfach wieder anzubringen. Auch vor dem Hintergrund des immer wieder schwierigen und sorgfältigen Rings um jedes, wirklich jedes Detail in der Formulierung dieser Texte, für Stelen, für Denkmäler und so weiter. Denkmäler erregen vor allem dann Aufmerksamkeit, wenn sie aufgestellt werden, wenn sie sich fundamental verändern, wie wir das jetzt gerade sehen, oder wenn sie abgebaut werden. Es gibt ein spannendes Kunstwerk, das sich diese Tatsache zu eigen macht. Das Denkmal der grauen Busse, das an die Opfer der NS-Euthanasie erinnert. Ich habe Ihnen mal ein Bild von der Aufstellung in Pirna 2010 mitgebracht. Dieses Denkmal macht sich zu eigen, dass es den Effekt gibt, dass sich so ein Denkmal sehr schnell im Alltag in die allgemeine Wahrnehmung einfügt und deswegen wird es aufgestellt und nach wenigen Wochen geht es auch wieder vorüber. Und das ist wichtig, weil damit bietet es einen wirklichen Anlass, sich wirklich aktiv mit der Geschichte, mit dem Gedenken, mit dem Erinnern auseinanderzusetzen. Einen ähnlichen Effekt erleben wir aus meiner Sicht in der Stadt gerade in Bezug auf das Außenlager Tschachwitz des KZ Flossenbürg. Auch das war uns, glaube ich, nicht im Bewusstsein. Jetzt hat es dort gebrannt, es gibt gleichzeitig die Initiative der Dissidentenfraktion und plötzlich beginnen wir uns damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, die anderen 7 Außenlagerstandorte könnte kaum jemand im Saal benennen. Das heißt tatsächlich, es braucht die aktive Auseinandersetzung, es braucht die Veränderung, um diese Impulse auch zu haben. Es hat sich etwas am Denkmal auf dem Altmarkt verändert, keineswegs diskussionslos, aber zweifelsohne mindestens unglücklich kommuniziert. Nun muss erarbeitet werden, wie das Gedenken über das vorhandene Bodendenkmal hinaus und die erläuternde Stele zukünftig aussehen soll. Dieser Auftrag, meine Damen und Herren, ist durch uns bereits vergeben. Wir können ihn heute noch mal bekräftigen. Das scheint ja in Wahlkampfzeiten Mode zu sein, bestehende Stadtratsanträge einfach noch mal zu beschließen. Aber es ist eigentlich formuliert. Wir haben sehr einhellig den Beirat für Erinnerungskultur eingesetzt. Und dort ist meines Wissens nach, ich konnte aus terminlichen Gründen nicht an der ersten Sitzung teilnehmen, aber schon kommuniziert worden, dass genau das Gedenken zum 13. Februar, auch die Gestaltung auf dem Altmarkt, dass das ein zentraler Arbeitsauftrag ist. Ich bin sehr zuversichtlich, weil wir diesen Beirat für Erinnerungskultur gut besetzt haben, dass wir von dort gute Ergebnisse bekommen werden. Es ist also nichts verloren.
Es ist aber viel gewonnen, wenn wir den Stellenwert der verschiedenen Gedenkanlässe in Dresden immer wieder sorgfältig reflektieren und aufhören, unseren Superlativen zu wichtigen und wichtigsten Gedenkanlässen und Gedenkformen überbieten zu wollen. Historische Spuren, meine Damen und Herren, müssen konserviert werden. Formate und Ausgestaltung des Gedenkens sind im Fluss, und das ist aus meiner Sicht sehr wichtig und sehr gut für eine lebendige, demokratische Erinnerungskultur. Vielen Dank. Als nächste Fraktion, CDU-Fraktion, Herr Schmidt. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Gäste. Der 13. Februar, das ist der Gedenktag in Dresden. Kein anderer Tag ist emotional so aufgeladen wie dieser Tag. Und deshalb ist das, was dieses Jahr im Januar geschehen ist, schon ein Skandal. Man kann es deutlich so sagen. Allerdings ist es ja nicht so gewesen, wie Kollege Haase eingangs gesagt hat, dass ein Denkmal mitten in der Stadt verschwunden ist. Das würde ich an der Stelle korrigieren wollen. Denn das eigentliche Denkmal ist die Einlassung im Boden. Das, was verschwunden ist, ist eine Inschrift, die zusätzlich zu dieser Einlassung im Boden angebracht wurde vor einigen Jahren. Aber am Ende geht es auch gar nicht darum, was das Denkmal ist und was dort genau welche Stelle. Es geht darum, dass etwas getan wurde durch die Verwaltung bzw. durch von der Verwaltung Beauftragte, ohne dass es dafür eine Legitimation des Stadtrates in irgendeiner Form gibt. Es gibt aus dem Jahr 2018 und auch aus dem Jahr 2019 Stadtratsbeschlüsse, die sagen, wir wollen eine Umgestaltung dieser Gedenkstelle am Altmarkt, weil sie ist irgendwie, also das haben wir, glaube ich, alle, der vorhergehende Stadtrat und auch der jetzige, gesagt, das ist so nicht würdig, was dort stattfindet. Kollegin Scharnetzky hat es gerade ausgesprochen, das Thema Bockwurst und, was war's, Bockwurst und Cola. Auf das Konsumieren, das ist tatsächlich, glaube ich, kein würdiger Punkt gewesen. Insofern war man sich einig, es muss eine Umgestaltung geben. Aber eine Umgestaltung heißt eben nicht einfach mal in der Nacht- und Nebelaktion, die es letztlich war, etwas wegflexen, ohne dass es einen Ersatz gibt, ohne dass diese jetzt wieder aufgestellte Stele da ist und ohne vor allem, ohne dass irgendjemand was davon weiß. Denn spannenderweise wusste ja selbst die Verwaltung irgendwie nicht, was gelaufen ist. Denn als ich das, also passiert ist es ja an einem Mittwoch, ich habe es montags irgendwie früh bei Facebook gesehen, habe daraufhin der Kulturbürgermeisterin, die aus meiner Sicht zuständig ist für Erinnerungskultur, eine Mail geschrieben, bekam eine Antwort, die quasi einem Schulterzucken glich. Und am Nachmittag gab es einen Ältestenrat, aus dem wir mittlerweile ja auch wissen, wo der Oberbürgermeister auch noch keine Antwort geben kann. Da frage ich mich dann schon, was ist in den Stunden zwischendurch gelaufen? Warum wusste in der Verwaltung niemand, was da los ist? Offensichtlich kommuniziert man dort nicht wirklich miteinander. Und das ist der eigentliche Skandal. Später gab es ja dann die Mitteilung, am Folgetag würde man sich äußern wollen als Stadt. Die Äußerung, die am Folgetag kam, war irgendwie eine ziemlich peinliche Pressemitteilung. Wir haben sie alle noch in Erinnerung. Denn da stand drin, es war alles auftrags- und ordnungsgemäß. Wenn es auftrags- und ordnungsgemäß war, ja, warum wusste denn keiner was davon? Also das ist schon eine Sache, die immer noch aufzuklären ist aus meiner Sicht und Fragen, die man sich stellen kann und muss an der Stelle, weiß denn die Verwaltung wirklich, was die eine oder was auf der einen Seite gemacht wird, weiß die eine Seite, was die andere Seite tut, so rum. Das wissen wir auch. Die Frage, die ich mir allerdings auch stelle, ist, wir haben diese Stadtratsbeschlüsse, wenn man sich darauf beziehen will, die sind aus dem Jahr 2018, 2019. Warum hat man es denn so kurz vor dem Gedenktag in diesem Jahr getan? Warum gab es keine Ankündigung vorher? Bei allen anderen Sachen gibt es auch vorher Pressemitteilungen, dass man etwas tun will. Hier ist es einfach passiert und hinterher musste man irgendwie herumrudern und korrigieren. Das funktioniert nie. Und wie gesagt, das ist gerade schon angeklungen, warum denn überhaupt, wenn eigentlich ja die AG 13. Februar, beziehungsweise jetzt wird der Beirat für Erinnerungskultur übernehmen, ein Konzept für die Umgestaltung ja eigentlich erarbeiten sollte und dieses Konzept noch gar nicht vorliegt. Kurzum, ich glaube persönlich, da liegt auch offensichtlich eine politische Motivation mit dahinter, vielleicht schwingt die zumindest mit, denn wenn im Zusammenhang mit dem Gedenktag Forderungen eines sehr weit links stehenden Bündnisses bekannt werden, dass das Gedenken um den 13. Februar gänzlich abzuschaffen ist und wir dann aber die linke Kulturbürgermeisterin bei Veranstaltungen dieses Bündnisses erleben, dann liegt ein gewisser Verdacht zumindest nahe, zumindest bei mir.
Und vielleicht nochmal, um diese Worte, die auf dieser Mauer standen, nochmal einzuordnen. Wir haben ja den Antrag eingebracht, dass genau diese Worte nicht auf dieser Mauer wieder eingebracht werden sollen, weil das ist aus meiner Sicht wirklich nicht der würdige Ort, aber zumindest interimsmäßig auf einer Gedenkstele, auf dieser Stele, die da jetzt steht. Ich will die Worte einfach, wir haben sie jetzt gerade schon bei Herrn Aschenbach im Video gesehen, aber nochmal hier kurz nennen. Da stand drauf, dies ist ein Ort der Mahnung, des Erinnerns und Gedenkens. Hier wurden Leichname tausender Opfer der Luftangriffe des 13. und 14. Februar 1945 verbrannt. Jetzt kommt's. Damals kehrte der Schrecken des Krieges von Deutschland aus in alle Welt getragen, auch in unsere Stadt zurück. Das sagt klar, diese Stadt benimmt sich nicht als Opfer, sondern sie zeigt. Jetzt war der Ton weg. Hier ist etwas zurückgekehrt, was von diesem Land ausgegangen ist. Und deswegen ist diese Inschrift auch nach anfänglichen Diskussionen in der Öffentlichkeit, aber von allen Seiten irgendwie akzeptiert gewesen. Und diese Inschrift wollen wir wiedersehen. Deswegen gibt es diesen Antrag. Ich würde ganz kurz noch, dann können wir uns den zweiten Redebeitrag zum Antrag nämlich sparen, noch drei Dinge sagen wollen. Agnes Czarnecki hat gerade gesagt, es ist bei diesen Texten und bei Stelen und bei Erinnerungskultur immer ein Ring um jedes einzelne Wort. Ja, es ist ein Ring um jedes einzelne Wort. Und deswegen ist für mich genau dieser Text, der jetzt auf der Stele steht, eben genau falsch, weil dieser Text ist von irgendjemandem in irgendeinem stillen Bürostübchen geschrieben worden und keiner hat ihn irgendwo abgesegnet und demokratisch abgesegnet. Da hat niemand drum gerungen, der jetzt auf der Stele steht. Es braucht die Auseinandersetzung, deswegen haben wir den Beirat für Erinnerungskultur. Der Auftrag, der erteilt wurde, liebe Kollegin Czarnecki, ist ein Vorgriff auf unseren Stadtratsbeschluss, der ja ein Eilantrag ist, den wir in der letzten Sitzung eingereicht haben. Der OB hatte damals gesagt, er würde sich zumindest diesen Teil schon mal zu eigen machen und das an den Beirat übertragen, aber trotz allem schadet es nicht, wenn der Stadtrat einen offiziellen Beschluss fasst und sagt, der Beirat soll sich mit diesem Thema beschäftigen. Und damit hätte ich jetzt an der Stelle auch den Antrag schon eingebracht, spare mir einen späteren Redebeitrag und entschuldige mich für die leichte Überziehung. Als nächste Fraktion Die Linke, Frau Dr. Geitsch. Geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtinnen und Stadträte, liebe Menschen auf der Empore und liebe Menschen im Stream. Sprechen wir über Erinnerungskultur. Erinnern ist kein Selbstzweck. Darüber sind wir uns als Die Linke mit allen demokratischen Parteien soweit einig, denke ich. Erinnern heißt doch, Vergangenes bewusst zu machen, Ursachen und Zusammenhänge zu erkunden und offenzulegen. Die Zeit des Faschismus bezeichnen viele als das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte. Andere meinen, dass es doch nun mal gut sei mit dem Erinnern. Man sei ja nicht selbst schuld für von deutschen Faschisten begangenen Gräueltaten. Gräueltaten, die schließlich im Zweiten Weltkrieg zu mehr als 60 Millionen Toten führten, die zu Vernichtungslagern wie Auschwitz, Treblinka oder Majdanek führten, wo 6 Millionen Jüdinnen und Juden, wo Sinti und Roma, wo Gegner des Naziregimes, ob SozialdemokratInnen, GewerkschafterInnen oder KommunistInnen, wo DemokratInnen den Tod fanden. Menschen mit physischen und psychischen Einschränkungen und auch Homosexuelle fielen der faschistischen Maschinerie zum Opfer. Es gäbe noch weitere Beispiele zu nennen, die die menschenverachtende Fratze des Faschismus deutlich werden lassen. Historiker haben sich mit dieser Zeit auseinandergesetzt und Wirkmechanismen offengelegt. Sie haben auch offengelegt, wie es die nationalsozialistischen Ideologen geschafft haben, einen Großteil der deutschen Bevölkerung von ihrer Ideologie der Überlegenheit der Deutschen, von der Theorie der scheinbaren Notwendigkeit, Lebensraum im Osten erschließen zu müssen, geradezu begeisterten. Nationalismus, Rassismus, Menschenfeindlichkeit wurden zur Staatsdoktrin. Erinnern heißt deshalb auch, bewusst zu machen,
wohin Nationalismus, wohin Rassismus, wohin Ausgrenzung von Menschengruppen schon einmal in Deutschland geführt haben. Solange es Menschen gibt, die diese Zeit als einen Vogelschiss in der Geschichte bezeichnen, tut es Not, den Finger in die Wunde zu legen. Da zitiere ich gern Erich Kästner, der gesagt hat, an allem Unfug, der passiert, sind nicht etwa nur die schuld, die ihn tun, sondern auch die, die ihn nicht verhindern. Wir haben in diesem Stadtrat eine Partei sitzen, die sich Alternative für Deutschland nennt und die vieles von dem, was zwischen 1933 und 1945 in Deutschland geschah, repräsentiert, die deshalb vom Verfassungsschutz beobachtet und als faschistisch charakterisiert wird. Ich erinnere nur an die Remigrationsforderungen. Ich erinnere an das gemeinsame Auftreten auf der Straße mit anderen Kräften der extremen Rechten, wie den Freien Sachsen, den Querdenkern der Heimat, vormals NPD, oder anderen, wie sie sich alle auch selbst nennen. Unser Ziel ist es als Die Linke, und es sollte das gemeinsame Ziel aller demokratischen Kräfte sein, dem etwas Wirkungsvolles entgegenzusetzen. Das beginnt bei einer Sozialpolitik, die der Spaltung der Gesellschaft in oben und unten, in reich und arm entgegenwirkt, führt über die Schaffung bezahlbaren Wohnraums. Günstiger und umweltschonender Nahverkehr gehört ebenso dazu wie eine gute Gesundheitsversorgung für alle Menschen, gleiche Bildungschancen für alle sowie eine menschenwürdige, chancenbietende Integration von MigrantInnen. Nun hinterfragen Sie sich bitte selbst, liebe StadträtInnen, in Ihren Entscheidungen. Das betrifft zum Beispiel die Zustimmung, bei vielen leider auch aktuell Ablehnung, der Benennung einer Straße nach der Jüdin, Malerin und Kommunistin Lea Grundig. Das ist der Erhalt von Dresden als sicherer Hafen. Das ist eine wirkliche Willkommenskultur für MigrantInnen, die die Integration demokratische Gesellschaft einschließt. Welche Lehren haben Sie aus der Geschichte gezogen? Welchen Beitrag können Gedenkorte leisten, um hier in Deutschland, hier in Dresden, in einer demokratischen, weltoffenen Gesellschaft leben zu können? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt zum Abschluss der ersten Aktuellen Stunde der Fraktionsrunde, die SPD, Herr Hecht. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Stadtrat, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, der 13. Februar ist in Dresden ein wichtiges Datum. An diesem und dem folgenden Tag starben 1945 viele Menschen in der Stadt. Sie wurden Opfer von Bombenangriffen der Alliierten in den letzten Kriegsmonaten des Zweiten Weltkrieges. Der Krieg, der von Deutschland ausgegangen war, kehrte in dieser Zeit mit Schrecken zurück. So ähnlich stand es auch auf der Rückenlehne der Sandsteinbank am Eingang zur Tiefgarage des Altmarkts mitten in der Stadt. Ich zitiere es nochmal. Dies ist ein Ort der Mahnung, des Erinnerns und des Gedenkens. Hier wurden die Leichname tausender Opfer der Luftangriffe vom 13. und 14. Februar 1945 verbrannt. Damals kehrte der Schrecken des Krieges von Deutschland aus in alle Welt getragen, auch in unsere Stadt zurück. Eines Tages im Januar diesen Jahres war die Inschrift auf dem Altmarkt auf einmal weg, mit mechanischen Mitteln entfernt. Das ging, so sagt man, auf einen Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 2019 zurück, der die Verlegung der Schrift an einen würdigeren Platz verlangte. Und nun steht eine mobile Stele auf dem Altmarkt, die die folgende Inschrift trägt. Das will ich auch nochmal zitieren. An dieser Stelle wurden von Ende Februar bis Anfang März 1945 die Leichen von 6.865 Menschen verbrannt. Ihre Asche wurde auf dem Heidefriedhof in einem Massengrab beigesetzt. Sie waren Opfer der Bombenangriffe auf Dresden vom 13. bis 14. Februar 1945, bei denen 25.000 Menschen ihr Leben verloren.
Der Künstler Einhard Grotegut hat 2005 zum 60. Jahrestag des Gedenkens eine metallene Erinnerungsspur im Pflaster des Platzes angebracht. Außerdem ist der Altmarkt durch ein Mahndepot gekennzeichnet, das den Ort als Teil der Erinnerungsgeschichte des Zweiten Weltkrieges markiert. Seit 1945 ist der 13. Februar einer der wichtigsten Gedenktage in der Landeshauptstadt Dresden. Seitdem wurde der Gedenktag wiederholt politisch instrumentalisiert und umgedeutet. Am 13. Februar wird der Opfer der Bombardierung infolge des von Deutschland begangenen Zweiten Weltkriegs und der Millionen Toten der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft gedacht. Dresden ist sich der historischen Verantwortung für diese Menschheitsverbrechen bewusst. Dieses Gedanken mahnt dazu, den Frieden in Europa und weltweit zu erhalten und zu fördern. Und so ein bisschen in Hochschrift sozusagen ist zudem noch die ursprüngliche Inschrift angebracht, was ich vorher zitiert habe. Warum zähle ich diese Details so geflissentlich auf? Weil es mir wichtig erscheint, in der mit dem Gedenken des 13. Februars verbundenen Hektik von vielen Seiten etwas zu entgegnen. Ich selbst habe mit dem üblichen Gedenken zum 13. Februar immer meine Schwierigkeiten gehabt. Ich respektiere Trauer um Verstorbene und auch kollektive Trauer, um Leid und Schrecken zu verarbeiten. Ich finde die Gedenkkultur und verschiedene Perspektiven auf Gedanken in der Stadt, auf Gedenken in der Stadt müssen weiterentwickelt werden. Auch unter dem Gesichtspunkt, die Fehler der Vorfahren nicht wiederholen zu wollen, sondern den Versuch immer und immer wieder zu wiederholen, aus der Geschichte zu lernen. Und für mich gehört dazu eben mehr als das Gedenken an die verstorbenen Bombenopfer. Die Zerstörung und das gewaltsame Sterben in der Stadt in den letzten Kriegsmonaten ist eingeordnet in andere Geschehnisse und Taten, die das Stadtkollektiv, die Stadtgesellschaft mit zu verantworten haben. Wir kennen die anderen Erinnerungsorte. Der alte Leipziger Bahnhof als Ort der Deportation der jüdischen Mitbürger, das Judenlager Hellerau, Zwangsarbeiterbaracken, den Schlachthof Nummer 5, kriegswichtige Industrien, Wahlergebnisse zur Vorbereitung. Manche Gedenkorte sind errichtet. Wir sehen zum Beispiel die Stolpersteine im Stadtbild, die an Menschen erinnern, die von ihrer Wohnung dort zur Deportation und Vernichtung abgeholt wurden. Im Moment arbeiten wir am Konzept für den alten Leipziger Bahnhof. Und immer vor Augen haben wir unsere Frauenkirche. Aus diesem Grund ist es gut, wichtig und überfällig, dass es nun den Beirat für Erinnerungskulturen gibt. Dieser sollte sich mit dem Erinnerungsort auf dem Altmarkt beschäftigen. Er hat den nötigen differenzierten Blick und kann auch die Vorgänge um die Inschrift auf der Bank noch einmal rekapitulieren. Ich spreche vom differenzierten Blick und von meinem persönlichen Abstand zum Gedenken an die Opfer des 13. Februars und den folgenden Tagen. Die Hektik der Antragsinitiativen und der Verlautbarungen in der Presse nach der Entfernung der Inschrift auf dem Altmarkt zeigt für mich die Gefahr dieser Instrumentalisierung, die auch auf der Stele angesprochen wird, auf den Leim zu gehen, auf den Leim gehen zu wollen. Natürlich war es nicht gut, kurz vor dem Gedenktag die Inschrift ohne weitere Kommunikation entfernen zu lassen. Den Verantwortlichen ist mindestens Unsensibilität vorzuwerfen, aber sollte es eine Provokation sein, gar eine Art von Statement, das glaube ich nicht. Der Beirat für Erinnerungskultur wird hier auch hier sensibilisieren. Ich warne zuletzt vor dem Wettbewerb, wer die größte Hektik an den Tag legt und am dollsten gedenken kann. Das wird der Sache nicht gerecht. Vielen Dank. Vielen Dank. Und bevor wir jetzt zu den beiden, wie vereinbart, gemeinsam zu behandelnden Anträgen kommen, erlaube ich mir noch als Bildungsbürgermeister den Hinweis, wir haben heute auch Auszubildende aus dem dritten Ausbildungsjahr unter uns im hinteren Teil, die sich durchaus vorstellen können, für die Stadtverwaltung in den nächsten Jahren zu arbeiten. Das heißt also auch für Sie zu arbeiten, nur als Hinweis, damit das, was wir heute so gut begonnen haben, aus meiner Sicht auch so fortgesetzt werden kann. Okay, behandeln wir also 4 und 5 gemeinsam. Ich würde so vorgehen, dass zunächst erstmal der Änderungsantrag AfD eingebracht werden kann, dann CDU verzichtet auf die Einbringung des eigenen Antrags, dann würde man das Rederecht Frau Herpertz und Frau Kunert entsprechend
bewerkstelligen und dann würden wir in der Fraktionsrunde beginnen. Zunächst Dissidenten, falls das Wort gewünscht ist, Herr Laczynski oder Herr Rentsch. Wer? Herr Rentsch, bitte schön. Geschäftsordnungsantrag, Herr Nitsche. Ja. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, Sie waren vorhin nicht in der Position, in der Sie jetzt sind, da war es der Oberbürgermeister. Ich möchte aber darum bitten, dass der Oberbürgermeister Folgendes tut. Was wir vorhin erlebt haben, ist vom Herrn Aschenbach meiner Meinung nach eine Verhöhnung der Opfer der Angriffe des 13., 14. und 15. Februar. Und ich bitte darum, dass die Stadtverwaltung prüft, ob sich dabei um eine Verunglimpfung des Andenkens an Verstorbene handelt. Vielen Dank. Okay, das werden wir machen. Und wir kommen jetzt zur Einbringung gleich des Änderungsantrags, Herr Rentsch, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, geehrte Stadträte, verehrte Dresdner. Es ist an der Zeit und es ist unsere Aufgabe als Stadtrat, dem Wunsch der Dresdner Bürger nach einem würdigen Gedenken zu entsprechen. Dieses Anliegen beschäftigt den Stadtrat schon seit Jahren, wenn nicht gar bereits seit Jahrzehnten. Und zwar, weil es der Stadtverwaltung unter der bisher herrschenden Ägide auch nach all den Jahren bisher nicht gelungen ist, ein würdiges Mahnmal an dieser historischen Stelle auf den Weg zu bringen. Bisher diente eben nur eine Inschrift am Zugang zur Toilettenanlage auf dem Altmarkt als Erinnerungsort. Das Entfernen dieser Inschrift offenbarte weitgreifende Kommunikationsprobleme innerhalb der Stadtverwaltung und zog für die Außendarstellung der Landeshauptstadt Dresden eine mediale Katastrophe nach sich. Mit unserem Antrag wiederholen wir die Forderung nach einem Mahnmal, das den 13. Februar 1945 als tiefgreifendes Ereignis in unserer Stadtgeschichte entsprechend würdigt. Orientierung bieten hier zum Beispiel Formen des Gedenkens an ähnliche Angriffe auf die Zivilbevölkerung in Hiroshima und Nagasaki. Zudem fordern wir die Errichtung einer würdigen Interimslösung, die das unsensible Verwaltungshandeln im Kontext Erinnerung schleifen zu heilen vermag. Hier kann die amtierende Stadtverwaltung zeigen, dass sie an einer breiten Beteiligung der Dresdner Bürger gelegen ist. Der Beschlusspunkt 2 des interfraktionellen Antrages ist Augenwischerei. Denn die Agenda des Beirats für Erinnerungskultur ist folgende, so auch zu lesen auf der Internetseite der Landeshauptstadt. Für die Gegenwart der Vergangenheit hat sich der Begriff Erinnerungskultur etabliert. Heute ist der Begriff im wissenschaftlichen wie öffentlichen Diskurs omnipräsent und ein relevanter Bereich der Stadtpolitik. Erinnerungskultur bezieht sich auf die Art und Weise, wie eine Gesellschaft mit ihrer Vergangenheit und ihrer Geschichte umgeht und so weiter. Folgende Handlungsfelder werden noch angeführt in diesem Beirat. Er spricht Empfehlungen zum Umgang mit dem Erinnern und Bildung und Vermittlung von Erinnerungsorten aus, Empfehlungen zur Umsetzung von Veranstaltungen zu erinnerungskulturellen Anlässen und so weiter und so fort. Ergo würde der Beschlusspunkt 2 nichts anderes sein als betreutes Denken in Verwaltungsvorlage. Regierungstreues, betreutes Denken haben wir seit 2015 auch in Dresden bereits zur Genüge. Der bisher perfideste Ausdruck der herrschenden Was du zu denken hast, Agenda, sind die pseudodemokratischen Demonstrationen gegen rechts in den vergangenen 4 Wochen. Unser Antrag, einen Ideenbewerb auszuloben, ermöglicht entgegen dem CDU-FDP-Antrag ein politisch unvoreingenommenes Ergebnis. Wir geben hier der Verwaltung abermals Vorschläge an die Hand, die das Thema würdiges Gedenken substanziell und demokratisch lösen können. Vielen Dank. Okay, CDU würde verzichten, dann bitte Frau Herpetz, Frau Kunert, würden das beide zusammen machen, 5 Minuten trotzdem Gesamtredezeit und Sie würden sich sicherlich aufteilen. Dann herzlich willkommen und Sie haben das Wort. So, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister und Beigeordnete, werte Stadträtinnen und Stadträte, werte Menschen hier im Saal und im Stream. Wir sind Rita Kunert und Anne Herpetz vom Bündnis Dresden Widersetzen. Es braucht wohl eine Aktuelle Stunde und mehrere Anträge, um eine Causa noch skandalträchtiger zu machen.
CDU und FDP blasen hier in das gleiche Rohr wie Rechtsextreme, um einen Skandal aus einer vielleicht schon echt unglücklich gelaufenen Nummer zu drehen. Sich dann auch noch, vor allem in der Rede der CDU, einem politisierenden Verschwörungsnarrativ von Rechtsextremen rund um die Vorkommnisse anzuschließen, stärkt am Ende nur Demokratiefeinde und Rechtsextreme. Dass Sie, werte CDU, für Ihre Banneraktion Applaus von den Rechtsradikalen und Rechtsextremen bekommen, sollte Ihnen zu denken geben. Doch lassen Sie mich konkreter werden. Auf der Gedenkinschrift zum 13. Februar steht: Damals kehrten die Schrecken des Krieges von Deutschland aus, in alle Welt getragen, in unsere Stadt zurück. Nein, der Krieg ist nicht nach Dresden zurückgekehrt. Er war immer da, sei es bei der Deportation von Juden und Jüdinnen am Leipziger Bahnhof oder als Rüstungsstandort und Verkehrsknotenpunkt der Wehrmacht an die Ostfront. Der Spruch ist auch auf eine andere Art und Weise unerträglich und nährt das Opfernarrativ. Warum? Weil das nicht irgendwie der gleiche Krieg und der gleiche Schrecken ist, der zurückgekehrt ist. Dieser Spruch untergräbt die Singularität des Holocaust, der industriellen und massenhaften Ermordung von 6 Millionen Jüdinnen. Allein in Auschwitz wurden über 1 Million deportierte Jüdinnen und weitere Verfolgte ermordet. Wir sprechen außerdem von der absichtlichen Ermordung durch den Hungertod von ca. 6 Millionen SowjetbürgerInnen. Allein in Leningrad starben 1 Million Menschen an Hunger, geplant und ausgeführt von der Wehrmacht. Nein, das war ganz sicher nicht der gleiche Schrecken des Krieges, der nur irgendwie nach Deutschland zurückgekehrt ist. Anstatt der AfD in ihrer Zelebrierung des Opfermythos auch noch nachzurennen, sollten, nein müssen, alle demokratischen Kräfte danach streben, dass wir endlich Verantwortung übernehmen und eine Erinnerungskultur schaffen, die nicht, wie beim Denkmal auf den Heidefriedhof, Dresden auf eine Ebene mit Auschwitz und Leningrad stellt. Einer erinnerungspolitischen Debatte solle nicht vorgegriffen werden, heißt es im Antrag. Sie führen sie aber bereits. Aber nicht nur Sie. Wir haben als Dresden Widersetzen in den letzten Monaten eine Debatte angestoßen, die großen Anklang in der Stadtgesellschaft gefunden hat. Wir möchten damit den Ansatz einer aufrichtigen Erinnerungskultur schaffen, bei der es keine Täter-Opfer-Umkehr stattfindet und die NS-Vergangenheit unserer Stadt im Fokus steht. Mit Bildungsveranstaltungen wirken wir weit bis in die bürgerliche Mitte hinein. Am 13. Februar selbst sind 3000 Menschen nach der Menschenkette in der Stadt geblieben, weil sie dieses Gedenken so nicht gutheißen. Wir unterstützen prinzipiell eine Transformation des Umgangs Dresdens mit dem 13. Februar. Aber einem Weiter-so und einem Verfestigen des Opfermythos werden wir aktiv, entschlossen entgegentreten. Wir laden alle demokratisch gesinnten, verantwortungsbereiten Kräfte ein, sich daran zu beteiligen. Es ist an der Zeit, das vor dem 80. Jahrestag auf den Weg zu bringen, ohne am Opfermythos festzuhalten. Danke, dass Sie uns zugehört haben. Okay, vielen Dank. Dann würden wir in die Fraktionsrunde einsteigen. Und nur der Hinweis, da wir ja beide Anträge zusammen behandeln, gibt es nur eine Fraktionsrunde. Deswegen kann es sein, es sind für beide Anträge verschiedene Fraktionsredner gemeldet, müssten sich bitte verständigen, wer dann entsprechend an das Rednerpult geht. Beginnen wir mit den Dissidenten das Wort? Nein? Dann machen wir weiter. AfD wäre als nächstes an die Reihe, an der Reihe, Herr Rentsch nochmal. Auch nie. Dann machen wir weiter, Bündnis 90 Die Grünen. Auch kein Redebedarf, dann gehen wir weiter, CDU, Herr Schmidt, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Gäste. Ich wollte mir eigentlich in dieser Antragsdebatte jetzt den Redebeitrag sparen. Die Einbringung haben wir verzichtet. Aber nach diesem Redebeitrag der beiden Gastrednerinnen muss ich tatsächlich jetzt noch mal zumindest 2, 3 Sachen versuchen, richtig zu stellen. Frau Herperz und Frau Kunert, Sie sind, glaube ich, nicht die Einzigen in dieser Stadt, die entscheiden, wie wer zu gedenken hat. Und was wir als CDU tun, lassen wir uns von Ihnen garantiert nicht vorschreiben.
Und es sind genau Ihr Bündnis, ich spreche das jetzt deutlich an, ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe den Namen nie genannt, ich habe gesagt, ein sehr weit links bestehendes Bündnis, es ist das Bündnis Dresden widersetzen, was kurz vor dem 13. Februar oder kurz danach, auf jeden Fall im Umfeld des 13. Februars, die Abschaffung des Gedenkens in der bisherigen Form gefordert hat. Und das ist ein absolutes Unding. Das sage ich ganz deutlich und das werden wir nicht mitmachen. Und da steht die CDU ganz klar. Und da können Sie uns in irgendeine Ecke rücken, wie Sie wollen. Sage ich Ihnen wirklich deutlich, wir haben eine feste Meinung. Das Gedenken zum 13. Februar ist wichtig. Sie können da machen, was Sie wollen an dem Tag. Ist mir wirklich vollkommen egal. Aber Sie schreiben uns nicht vor, wo wir an dem Tag zu sein haben. Und das, was Sie jetzt gerade abgeliefert haben, wie gesagt, es tut mir leid. Normalerweise gebietet das der Respekt vor Gastrednern, dass wir da auch entsprechend anders miteinander umgehen. Aber das ist die Reaktion, die bei mir jetzt gerade hochkommt. Sie zucken mit den Schultern, es ist Ihnen scheinbar wirklich egal. Sie haben zum 13. Februar eine Meinung, wir haben sie auch, wir haben unseren Antrag. Ich hoffe, dass der jetzt am Ende auch eine Mehrheit findet, aber das wollte ich, wie gesagt, nur noch mal richtig stellen. Danke. Ja. Vielen Dank. Dann würden wir weitermachen. Fraktion Die Linke. Thilo Kiesling, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, als ich noch ein Kind war, durfte ich hin und wieder bei meinen Großeltern übernachten. Vor dem Einschlafen erzählte meine Großmutter dann etwas aus ihrem Leben und am liebsten hörte ich sie vom Krieg erzählen, denn der lag damals etwa so weit zurück wie heute die Wende. Sie erzählte, wie sie Dresden brennen sah und sie erzählte im selben Atemzug, wie sie sich bemühten, etwas zu essen zu finden oder dass der Nachbar, der nichts einzutauschen hatte, sich von Kartoffelschalen ernähren musste. Aber immer hat sie gesagt, immer, und vergiss nie, dass es nichts Schlimmeres als den Krieg gibt. Ich habe in diesen Schlussstein hier hinten einblenden lassen, er ist von der Weißen Gasse, der diese Haltung der Überlebenden deutlich macht. Diese Stadt, unsere Stadt, muss aus ihren Erfahrungen heraus für den Frieden eintreten. Nicht nur hier, nicht nur für Dresden, sondern überall da, wo menschliches Leben bedroht wird. In diesem Geist ist die Stadt nach dem Krieg, der im Straßenbild in zerstörten und fehlenden Gebäuden und in verkrüppelten Menschen noch lange hinein sichtbar war, wieder aufgebaut worden. Die Gebäude sind wiederhergestellt, Männer ohne Arme und Beine sieht man nicht mehr. Und doch, oder vielleicht dennoch, ist es unsere Aufgabe, dieses Vermächtnis der Opfer der Bombenangriffe weiterzutragen. Kann man sich eine angemessene Form des Erinnerns, des Gedenkens, der geschichtlichen Betrachtung vorstellen, die dieses Vermächtnis ausblendet? Ich kann es nicht. Dresden muss also eine für den Frieden verpflichtete Politik betreiben. Das gilt selbstverständlich für die Stadt als Körperschaft. Aber muss es nicht genauso für uns hier im Rat die Richtung unserer Arbeit vorgeben? 3 Parteien beschäftigen uns mit Anträgen heute damit, dass sie etwas für das Andenken an die Opfer der Bombenangriffe tun wollen. Da hätten wir als wesentlichste Kraft die CDU. Eine Partei, die nicht müde wird, auf Bundesebene für mehr Kriegsfähigkeit zu werben. Hat nicht Roderich Kiesewetter, ihr dafür zuständiger Mann im Bund, letztens gefordert, die Menschen hier im Land sollten weniger Urlaub machen, um Kriege zu finanzieren? Und Sie? Widersprechen Sie? Ich höre nichts, aber das wäre die Lehre aus der Dresdner Geschichte und es wäre Ihre Pflicht. Aber ich höre nichts. Oder die FDP. Ihre Bundeskriegszuständige Agnes Strack-Zimmermann kann gar nicht genug von Krieg und Rüstung bekommen. Ich höre keinen Widerspruch von Ihnen. Die Aktien von Rheinmetall steigen, Dresdner FDP-Stadträte schweigen. Aber was unterscheidet denn eine Taurus-Rakete heute von einer Bombe 1945, dass sie weiterfliegt, dass sie genauer trifft, dass sie diesmal die richtigen trifft? Die Fotos von Kriegsopfern heute und damals sehen erschreckend gleich aus. Die AfD will so gern als Friedenspartei erscheinen. Das ist die dritte, die uns heute beschäftigt. Und doch ist sie es nicht. Eine vertiefte Betrachtung verbietet sich wegen der Kürze meiner Redezeit und wegen meiner Abscheu zum Objekt der Betrachtung. Aber hey, ich will daran erinnern, dass eine Mehrheit Ihrer Bundestagsfraktion den 100 Milliarden Kriegskrediten zugestimmt hat.
wie immer, Lug und Trug bei den gesichert Rechtsextremen. Und weil da einer bei Ihnen bei TikTok ja immer herumläuft und etwas zu Männlichkeit sagt, hier einmal meine Sicht. Ein richtiger Mann und eine richtige Frau und ein richtiger Mensch will keine Waffen, will keinen Krieg, kämpft dagegen und wenn es nicht anders geht, rennt man vor dem Krieg weg, so schnell und so weit die Füße tragen. Weil ich einmal dabei bin, auch ein paar Worte zur SPD und Grünen. Wir sind in vielen kommunalpolitischen Fragen auf der gleichen Seite der Auseinandersetzung. Aber in der Frage des Friedens, einer Frage, die für meine Stadt von so großer emotionaler Bedeutung ist, kann ich eure Haltung nicht verstehen. Die von einer großen Mehrheit der Bevölkerung empfundene Abneigung gegen alles Kriegerische und Militärische ist ein Schatz. Das friedliebende Gesicht unseres Landes macht uns schön. Es hat den Völkern um uns herum das Vertrauen in unser Land zurückgegeben. Dass ihr es seid, die diesen Schatz zerstören, die aus dem friedliebenden Gesicht wieder eine kriegstaugliche Fratze machen wollen, war für mich erschütternd. Lasst uns die Warnungen erneuern und wenn sie schon wie Asche in unserem Mund sind. Denn der Menschheit drohen Kriege, gegen welche die Vergangenen wie armselige Versuche sind. Und sie werden kommen ohne jeden Zweifel, wenn denen, die sie vorbereiten, nicht die Hände gebunden werden. So Bertolt Brecht im Gedächtnis der Menschen 1952. Meine Damen und Herren, die Opfer der Bombenangriffe haben uns einen Auftrag gegeben. Dieser Auftrag besteht nicht in schönen Denkmälern. Diese stellen wir für uns in die Stadt. Er besteht darin, dass wir uns für eine friedliche und bessere Welt einsetzen sollen. Und zwar im Andenken an die Opfer, aber für uns und für unsere Kinder. Vielen Dank. Okay, bevor wir gleich weitermachen, Herr Hecht, ich bitte darum, auf der Tribüne das Film einzustellen. Ist nicht gestattet, außer für die, die im Dresden-Fernsehen übertragen oder für unsere Fraktionsgeschäftsstellen. Wir machen weiter, SPD-Fraktion, Magnus Hecht. Ja, Herr erster Bürgermeister, sehr geehrter Stadtrat, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Das ist jetzt ein bisschen Teil 2 der Debatte und ich habe mir ein paar Punkte noch behalten, die ich jetzt loswerden will und möchte auch eingehen auf das pastorale Gesülze meines Vorredners. Denn wenn wir in Dresden auch eine Botschaft mitbekommen haben, dann ist es die, Antifaschismus ist am Ende erfolgreich, nur wenn er militärisch ist. Und diese intellektuelle Negierung sozusagen und das Führen des Wortes Krieg für jede Art von Situation ist einfach unredlich. Es gibt einen großen Unterschied, ob ich angreife oder ob ich mich verteidigen muss. Das eine ist meine Wahl, das andere ist meine Not. Und natürlich kann man in der Sache oft nicht ganz genau sagen, was war Ursache, was war Wirkung. Aber das müssen wir natürlich rausbekommen. Und das, was wir jetzt hier haben, zum Beispiel der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, ist nach meinem Dafürhalten so klar wie selten was. Ja? Und in dem Falle... In dem Falle ist es natürlich schwierig, wenn wir als potente Volkswirtschaft uns hier auf die Rolle zum Beispiel zurückziehen würden, dass wir mit dem Ganzen nichts zu tun haben sozusagen und was sozusagen was mit diesem unredlichen Kriegsbegriff einhergeht, ist der unredliche Begriff, den andere verwenden, das Sterben soll beendet werden in der Ukraine. Beende das Sterben. Nee, das ist ein Töten, das ist ein willentlicher Akt sozusagen, der auch gestoppt werden kann. Na, genauso wie die Geiseln der Hamas im Gazastreifen freigegeben werden können. Das ist eine willentliche Geschichte, das zu machen oder das nicht zu machen. Die Verteidigung sozusagen ist nicht in unserer Hand. So, das,
Deswegen müssen solche Debatten sozusagen im Beirat für Erinnerungskulturen mitgeführt werden, weil wir das natürlich hier runterbrechen müssen auf das, was wir hier in der Stadt erlebt haben und wie wir dem so gedenken, dass wir auch solche aktuellen Geschichten dort mit reinkriegen. Die Sache, die ich sozusagen nochmal sagen wollte, ist, dass das Dresden sozusagen immer so was ganz Besonderes erscheint und so weiter. Ja, der Dresden-Mythos wurde genannt. Ich habe mal in Pforzheim gewohnt und bin in Stuttgart geboren. Dort passiert, sage ich mal, so eine Art von Überhöhung dieser Ereignisse nicht oder nicht mehr. Ich kann die Trauer nachvollziehen. Pforzheim ist ungefähr ein Viertel der Bevölkerung auch umgekommen, der damaligen Bevölkerung, das ist schon auch eine ganze Menge. Na, und trotzdem, sage ich mal, ist diese Hektik, die ich vorher genannt habe, dort nicht verbunden. Na, also ich glaube auch, dass man dort wirklich aufpassen muss, wie man damit umgeht. Und auch Ausdruck dieser Hektik meiner Meinung nach ist dieser Antrag, dieser interfraktionelle Antrag, weil der völlig unrealistisch ist. Also einerseits ist es meiner Meinung nach völlig Quark, diese Inschrift wieder anzubringen oder ähnlich anzubringen. Na, sie steht auf dieser Stele, das hatte ich vorher zitiert, und jetzt diesen Sandstein mit einem Steinmetz wieder herrichten zu lassen, also das finde ich für eine, oder da was anbringen zu lassen, das ist sozusagen einfach ein Rückschritt. Ich denke, dass wir in einem Prozess uns befinden, wo die Sache auch ausgewertet wird und wo nachher rauskommt, ob die Stele so bleibt, wie sie ist, oder ob es ein anderes Konzept gibt. Aber jetzt ein Rückschritt, das ist dieser Hektik geschuldet, das werden wir als SPD ablehnen. Den zweiten Punkt, das hatte ich ja nun zur Genüge gesagt, dass das an den Beirat für Erinnerungskulturen zur Diskussion und zum Vorschlag überwiesen wird, den finden wir zustimmungsfähig. Allerdings, das ist auch wieder die Hektik, die hier mit einhergeht, wo sich alle übertrumpfen wollen, da jetzt was draus zu machen, das ist natürlich nicht zu halten. Der Beirat für Erinnerungskulturen tagt viermal im Jahr, jetzt noch einmal bis zur Wahl. Na, das ist nicht realistisch, dass dort sozusagen, wir haben ja noch nicht mal einen Vorsitz gewählt, das sollte auch erst beim zweiten Mal passieren. Also deswegen weise ich darauf hin, ob vielleicht da nochmal ein anderes Datum gewählt werden kann, denn das steht, ist nicht realistisch. In dem Sinne beantrage ich auch punktweise Abstimmung. Vielen Dank. Vielen Dank, FDP-Fraktion. Das Wort gewünscht, Holger Hase, bitte. Ja, ist genau das natürlich wieder eingetreten, was zu befürchten ist, dass die Debatte wieder abgleitet. Ich fand ja die Aktuelle Stunde und die hier gewählten Wortbeiträge der einzelnen Fraktionen zu dem Thema eigentlich alle sehr gesetzt, wenn man mal den Totalausfall von Herrn Aschenbach hier außen vor lässt. Ich glaube, die waren, ich sage mal, in einer Konnotation und das, was angesprochen wurde, alle, ich sage mal, bemüht darum, dieses Thema sachgerecht zu behandeln. Aber was jetzt natürlich in dieser Runde wieder kommt, weist natürlich wieder hin auf die alten Probleme, die wir im Zusammenhang mit diesem Thema in dieser Stadt haben, wo wir leider auch seit Jahrzehnten mittlerweile ja nun keinen Meter vorankommen. Herr Kiesling, ich hatte das so ein bisschen wahrgenommen, das war heute Ihre Bewerbungsrede für den DSW, oder? Ja, genau. Sarah Wagenknecht ruft bestimmt heute Abend noch an. Ja. Mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen, weil das war einfach nur eklig, ne, was Sie da hier vorgetragen haben. Und ich glaube, das hat der Kamerad Hecht hier schon zurecht gegeißelt. Gut. Ja, genau. Können wir dann in der Pause nochmal auswerten, Herr Scholbach. Ich möchte aber inhaltlich noch außer diesen Polemiken, die ja von linker Seite gekommen sind, ein paar Dinge beitragen. Zunächst erst einmal die beiden Gasttrainerinnen, Frau Kuhnert und Frau Herberts. Ich bitte Sie einfach mal wahrzunehmen, dass wir in dieser Stadt unterschiedliche Erinnerungskulturen haben und nicht eine, wie von der AfD kolportierte, öffentlich verhängte Erinnerungskultur. Das ist Quark. Menschen erinnern sich unterschiedlich an das Ereignis 13. Februar und verbinden damit unterschiedliche Dinge. Und nicht Ihre Auslegung dieser Sache ist sozusagen die allein glücklich machende. Und nehmen Sie bitte auch mal zur Kenntnis, dass es schon lange in dieser Stadt
keinen Opfermythos mehr gibt, von dem Sie immer hier erzählen. Es gibt ganz viele Initiativen und Vereine, die in den letzten 20, 25 Jahren Erinnerungsarbeit in dieser Stadt geleistet haben, die viele einzelne Themen aufgearbeitet haben, die Sie auch richtigerweise angesprochen haben. Bitte nehmen Sie das zur Kenntnis, ja, und behaupten Sie nicht immer Dinge, die so gar nicht mehr den Tatsachen entsprechen. Das wäre meine ganz große Bitte an Sie. Und wenn Sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen, dann ist es vielleicht wichtig, sich auch nicht nur aktionistisch an einem 13. Februar mit einer Demonstration, mit Lautsprechern etc. pp. Mit diesen Themen auseinandersetzen, sondern über das ganze Jahr permanent eine nachhaltige Erinnerungsarbeit zu leisten. Auch das würde ich Ihnen mal gerne ins Stammbuch schreiben. Ja, kommen wir mal zur AfD. Also, dieser von betreutem Denken zu sprechen über den Beirat der Erinnerungskultur halte ich für nicht sachgemäß. Dieser Beirat ist in einem langen Diskussionsprozess zustande gekommen, an dem Sie sich auch hätten beteiligen können. Das wollten Sie aus unterschiedlichen Gründen nicht. Jetzt wird das gegeißelt als betreutes Denken. Das ist völliger Unsinn. Ich kann Sie nur auffordern, bringen Sie sich dort ein in diesen Beirat. Kommen Sie mit Ihren Vorschlägen und Ideen, dann werden wir das demokratisch aushandeln. Vielleicht gibt es ja eine Mehrheit für die eine oder andere Idee, vielleicht auch nicht. Wenn Sie das allerdings in so einer Art und Weise vortragen, wie das gerade von Ihrem kulturpolitischen Sprecher getan wurde, der gut angefangen hat, aber nach hinten ganz stark abgefallen ist wieder und die üblichen AfD-Ekligkeiten hochgeholt hat, dann werden Sie natürlich nie eine Mehrheit für irgendwas kriegen in dem Zusammenhang. Das sei Ihnen mal gesagt. Gut, nächster Redner, Jens Genschmer, Fraktion Freie Wähler, Freie Bürger. Sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, also die Fraktion Freie Wähler, Freie Bürger wird den interfraktionellen Antrag von CDU und FDP zustimmen. Wir finden es wichtig. Nichtsdestotrotz reiben wir uns natürlich auch hier nicht die Wünsche in die Augen und glauben der Verwaltung, die Verwaltung macht, was sie will. Gerade der Umgang um den 13. Februar zeigt das sehr deutlich. Bevor ich meinen Punkt da noch mal ausführe, möchte ich noch mal zum einen auf Herrn Hecht eingehen und zum anderen auf die Rede von Thilo Kießling, die vielleicht ganz explizit hier zeigt, wie zerstört diese Gesellschaft am Ende zur Zeit ist. Mir wird nun niemand groß nachsagen, dass ich ein Freund von Herrn Kießling oder der Linken bin. Aber wenn hier und den ersten Teil der Rede von Herrn Kießling unterschreibe ich zu 100%, wenn hier jemand von Frieden spricht und dann als pastorales Gesülze dargestellt wird, wie krank ist diese Gesellschaft? Früher war es ein Konsens in diesem Land, dass in Kriegsgebiete keine Waffen geliefert werden. Heute ist das eine Normalität, kann sich ändern. Ich akzeptiere jeden, der das für sich entscheidet. Ich sage immer noch, ich bin aus der Schule rausgeflogen, weil ich einen Aufnäher auf der Jacke hatte, den sollte ich abtrennen. Ich habe ihn nie abgetrennt, weil ich bin von meinen Eltern so erzogen worden, weil ich genauso mit meinen Großeltern, meine Oma ist am 7. Dezember mit fast 103 Jahren gestorben, die hat uns bis zuletzt vom Krieg erzählt, was das für eine Schande war in Dresden, wie die gelitten haben. Und hat das sozusagen ihren Kindern und ihren Enkelkindern sozusagen weitergegeben, dass wir dafür kämpfen sollten. Und das ist auch in dem kommunistischen System uns nahegebracht worden, dass Krieg was Furchtbares ist. Und wenn dann hier jemand redet und Kriegsgeilheit in der Gesellschaft sozusagen geißelt, dann finde ich das erstmal furchtbar. Und Herr Hecht, Sie haben erzählt von dieser Stele. Die Stele, da ist jetzt, lache ich jetzt mal ganz laut. Die Stadt hat diese Stele weggemacht. Die Stele wurde hingestellt. Und diese Schrift, die jetzt nach unten steht, die hat nicht die Stadt dran gemacht. Die steht seit 4 Wochen dort dran. Die hat einen Aktionskünstler dran gemacht. Und es hat noch nie einer mitgekriegt, weil es die Stadt gar nicht interessiert, wie mit dem Denkmal rumgeht. Der wollte nämlich mit diesem, ich sag mal, kleinen, nach unten angebrachten alten Schriftzug hinweisen, dass die Stadt was geschliffen hat. Und jetzt erzähle ich mal, warum ich dieser Verwaltung gar nicht mehr traue. Wo diese Schleifung runter sozusagen öffentlich wurde, wurde ich am Sonntag vor dem Ältestenrat, wo die FDP dann diese Anfrage gestellt hatte, angesprochen. Ich habe gesagt, ich nehme es mit dem Ältestenrat, war davor an der Stelle, habe mir es angeguckt, weil ich es auch noch nie mitbekommen habe. Dann waren wir im Ältestenrat. Da hat der Holger Zastro und ich den Oberbürgermeister angesprochen. Er hat uns gesagt, er weiß es schon, dass es weg ist. Er hat eine Information um 12 von der FDP gekriegt. Er hat es geprüft, er hat in der Verwaltung gefragt, es war keiner. Es weiß keiner Bescheid. Daraufhin bin ich in die Fraktion gegangen, habe Anzeige gegen Unbekannt gemacht. Es war ja keiner aus der Stadt. So, danach sind wir in den Finanzausschuss gegangen.
Da saß der Oberbürgermeister uns dagegen. Parallel schreibt die Stadtverwaltung auf Facebook, alles in Ordnung. Das hat alles einen Plan. So, am nächsten Tag habe ich einen Termin mit der Presse gehabt. Die haben gesagt, die Stadt lädt ein, dass gegen 17 Uhr kommt wahrscheinlich eine Pressemitteilung. Da hat die Presse gelacht, weil es wollen sie wahrscheinlich nicht mehr, dass es in der Zeitung gedruckt wird. So, wenn wir jetzt, und dann wird gesagt, es gibt ja einen Beschluss, dass das mal geändert wird. Wir haben einen Beschluss für die Königsbrücker Straße. Die Dresdner sollen, ich sage mal, sich vorbereitet sein, dass es kann sein, dass die Königsbrücker Straße morgen wegkommt. Wir wissen zwar noch nicht, was kommt, aber es könnte passieren. Dieser Verwaltung glaube ich nicht mehr. Und am tiefsten enttäuscht bin ich von dem Agieren vom Oberbürgermeister. Gerade im zweiten Wahlkampf, ich habe massiv geworben, den Bürgermeister zu wählen. Ich würde es nicht mehr tun. Damit sind wir am Ende der Fraktionsrunde und wir steigen in die zweite Runde ein. Zuerst Herr Dr. Schulte-Wissemann, danach Thilo Wirz. Sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream, lassen Sie mich damit beginnen, dass ich auch eine persönliche Bindung zum 13. Februar habe. Meine Großmutter und meine Großtante haben es live und in Farbe erlebt und haben mir auch erzählt, was es ist und was es gewesen ist. Und jeden 13. Februar muss ich dran denken. Und natürlich, und das ist das, was Frau Herberts und Frau Kuhnert gesagt hat, soll jeder denken und gedenken können an dem Tag, wie er will. Was aber die Kritikpunkt ist, ist, dass andere oder die Stadt oder irgendwelche Anträge dann einem sagen, wie man zu gedenken hat. Und das war quasi die Kritik, die geäußert wurde. Ich möchte aber hier in den nächsten Sekunden eigentlich etwas anderes sagen. Ich möchte mich erklären oder ich möchte mich empören über das, was insbesondere von der AfD gesagt wurde. Ich möchte mich aber nicht gegenüber der AfD empören, weil es ist sinnlos. Ich möchte meine Empörung nach draußen tragen. Ich möchte nämlich sagen, warum ich am 13. Februar auf dem Altmarkt war und dort 4,5 Stunden meinen Arsch abgefroren habe. Weil nämlich ich nicht möchte, dass eine Partei, die Sachen sagt, wie Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss der Geschichte gewesen, dort eine Kundgebung anmelden und dort quasi einen Mythos feiern oder versuchen zu feiern, der eigentlich keiner ist. Ich möchte nicht, dass dort eine Partei steht, die diesen zentralen Raum in Dresden einnimmt, die darauf hinarbeiten, dass Hitler nicht das größte Problem in der Geschichte, das Problem ist, dass Hitler als das absolut Böse dargestellt wird. Es gibt immer Schwarz und Weiß. Und ich möchte nicht, dass dort eine Partei eine Veranstaltung macht, die eine kulturpolitische Wende um 180 Grad möchte. Wenn wir diese drei Zitate, das waren Zitate, zusammennehmen, dann bedeutet das, die AfD möchte die Geschichte umschreiben, die AfD möchte gerne, dass Hitler ein bisschen besser dasteht oder vielleicht noch besser, dass Deutschland als die Leidenden dasteht, dass Russland ganz gut ist, dass es doch ganz cool wäre, wenn Deutschland wieder groß wird und Russland und Deutschland als ganz Europa bedienen, ja, und da habe ich keine Lust drauf. Und was Sie machen am Altmarkt, was Sie machen, ist, Sie gedenken nicht der Toten. Sie trauern auch nicht um die Toten. Sie benutzen die Toten. Und sie benutzen meine Erinnerung von meiner Großmutter, die mir immer gesagt hat, wie scheiße dieser Tag war, und stehen da und schmeißen irgendwelche Bilder an die Wand und sagen, oh, wie schlimm. So, und das möchte ich nicht. Und deswegen war ich da und deswegen werde ich auch nächstes Jahr wieder da sein. Und deswegen hoffe ich, dass viele da sind. Und nein, ich bin kein Linksradikaler, ja, ich bin ein ganz normaler Mensch, ich bin so wie all die anderen Menschen ein normaler Mensch waren. Es wäre schön, wenn die CDU auch sich da einreihen würde und nicht wortgleiche Anträge quasi wie die AfD hier einreichen würde, sondern wenn wir hier gemeinsam diesen, ja, es ist mittlerweile ein Kampf, ja, wenn man da steht und man sieht, was da passiert, man hat das Gefühl wirklich, es könnte in 1, 2, 3 Jahren hier ganz dunkel aussehen. Und deswegen, wie gesagt, war ich da, deswegen sollten ganz viele da hingehen. Und deswegen hoffe ich, dass wir gemeinsam ein demokratisches Zeichen hier aus diesem Rat heute senden. Dankeschön. Dann nächster Redner, Thilo Wurz, bitte.
Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Stadträtinnen, liebe Stadträte, also ich bin am 13. Februar bei keiner Demonstration gewesen, ich bin ganz friedlich beim Fasching gewesen und da habe ich nicht gesündigt. Biblisch betrachtet ist es so, nach 40 Jahren ist jede Schuld und Verpflichtung vergeben, alles aus der Welt geschafft, wir fangen neu an. Und wer sich zu sehr umschaut, wie Frau Loth, und nach Sodom und Gomorra schaut, der erstarrt zur Salzsäule und den Zustand hat dieser Stadtrat. Die künstliche Aufblasung einer Entfernung einer Inschrift, ist eine kommunalpolitische Posse. Hätte sich die Gesellschaft 1933 mit solcher Vehemenz gegen die Machtübernahme der Nazis auch in dieser Stadt gewehrt, dann wäre uns vielleicht diese ganze Geschichte erspart geblieben. Ziehen wir diese Lehre. Es ist viel geredet worden von Mahnung, Erinnern, Gedenken. Aber niemand in dieser Stadt möchte mit Aufarbeitung konfrontiert werden. Die Aufarbeitung der Vergangenheit dieser Stadt vor dem 13. Februar wird gescheut wie der Teufel das Weihwasser. Und so passieren dann Dinge, dass wir in Hellerau einen Kasernenflügel zum Nationalen Kulturdenkmal erklären, der unter der Bauherrschaft von Heinrich Himmler entstanden ist, für eine Polizeikaserne, in der Sondereinheiten der Polizeieinheiten und Einsatzbataillone ausgebildet worden sind. Wir kriegen im Prinzip Nazis und Nazien auf Straßenschilder. Wir haben einen Oberbürgermeister, der einen Opernball finanziert und auch selber dorthin geht, der nahtlos an die Tradition von 1939 anschließt, wo der Gauleiter Mutschmann, Kriegsverbrecher, als Ehrengäste gewesen sind, Künstler aufgetreten sind, die später bei der Betreuung der SS-Wachmannschaften in Auschwitz aktenkundig geworden sind und wo nicht nur die Staatskapelle Dresden gespielt hat, sondern auch der Musikzug des dritten SS-Totenkopfs und die 100. SA-Standarte. So viel zur Kulturstadt Dresden, die am 13. Februar ganz unschuldig war. Noch ein Wort zu Herrn Hecht. Herr Hecht, Sie haben mit Ihrer Rede der Friedensbewegung der 80er Jahre in dieser Stadt und der friedlichen Revolution klatschend ins Gesicht gespuckt. Dafür sollten Sie sich schämen. Wenn sich Moskau heute eine Frage stellt, dann ist es die, warum Sie eigentlich diesen Konflikt, diesen Ost-West-Konflikt nicht 1989 hier in Mitteleuropa ausgeschossen haben. Die friedliche Revolution hat dazu geführt, dass die Ostdeutschen, die friedlich und gewaltfrei, die erste Losung der Revolution war, keine Gewalt. Der Herr Schmidt hatte vorhin anderthalb Minuten mehr. Das spielt jetzt keine Rolle, bitte zum Schluss kommen. Gut, dann melde ich mich nochmal, okay. Dann machen wir weiter mit Dana Frohwieser, bitte. Jetzt, danke. Ich kann es gleich von hier machen, weil ich, abgesehen davon, dass es mich ein wenig irritiert, wenn der Kollege Hase, den ich in dieser Hinsicht ja für einen wirklich sehr vernünftigen Menschen, ist ja auch Historiker, halte, zum einen irgendwie ausdrückt, er hofft, dass die Gedenkveranstaltung seines Vereins nicht gestört wird und hier heute hier sagt, die AfD müsse ja nur netter reden, dann bekäme sie auch Mehrheiten für ihre Anträge, nicht ganz verstanden hat, worum es gerade hier bei der Verteidigung unserer Demokratie geht. Darum geht es mir aber gerade nie, es geht mir um die Märchenstunde des Herrn Genschmark gerade, was hier die städtische Gedenkstele angeht. Ich möchte hier bitten, dass die Kulturbürgermeisterin dazu noch mal ausführt. Okay, würden wir dann zum Abschluss machen und machen wir weiter mit Klaus Lippmann und danach nochmal Thilo Wirtz. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich kurz zum Antrag spreche, ein, zwei Vorbemerkungen. Es ist schon etwas schwierig, wir diskutieren ja selten in historischen Zusammenhängen, in historischen Dimensionen, aber wenn sich dann die Linke
in den Raum stellt und eben in diesen historischen Dimensionen argumentiert und dann pazifistisch-konservativ hier auftritt, dann hat das für mich irgendwo ein Geschmäckle. Dann denke ich an die unverbrüchliche Freundschaft zur Sowjetunion, dann denke ich an die Stasi-Gründung und, und. Ich habe es mir bisher immer verkniffen, darauf Bezug zu nehmen. Aber vielleicht ist an der Stelle etwas Zurücknehmen der Linken bei diesen historischen Themen sinnvoll. Zweite Bemerkung, Transformation des Gedenkens. Und Gedenken muss weiterentwickelt werden, kam mehrfach zum Ausdruck. Ich frage mich, wer entwickelt eigentlich das Gedenken weiter und mit welchem Ziel und wohin soll es entwickelt werden? Wäre es nicht viel besser, wir reden davon, dass sich Gedenken weiterentwickelt, aber nicht, dass es aktiv weiterentwickelt werden muss. Wenn wir das tun, dann sind wir in diesem Dilemma, in dem wir uns jetzt gerade befinden und in dem auch ein Stück weit die ganze Diskussion hier läuft. Wir werden also dem CDU-Antrag, um das noch einzubringen, zustimmen. Wir denken, dass möglicherweise der Beirat Erinnerungskultur auf die Idee kommt, die Dresdnerinnen und Dresdner zu fragen, wie sie in Zukunft am 13. Februar sich verhalten wollen. Ich erinnere mich an die Diskussion vor 2-3 Jahren. Die Diskussion Erinnerungskultur geht ja schon etwa 10 Jahre lang, aber vor 2-3 Jahren ging die Diskussion um die Stele in Niggern hier voran. Ein kleiner Gedenkort mit bisher bis dato regionaler Bedeutung. Er ist dann zum Wallfahrtsort gemacht worden und hat das Gedenken, was bis dahin stattgefunden hat, am Stadtrand Dresden durch die Niggerner, dann zu einer Dimension gebracht, die nicht gerechtfertigt war, nicht gerechtfertigt ist. Und das Ergebnis war dann, dass als Modellprojekt dort als erstes eine Stele errichtet worden ist, deren Text natürlich auch umstritten ist. Wir hatten damals als Freie Bürger eine Umfrage in Niggern gemacht, 70% waren damals dafür, dass der Gedenkort so belassen bleibt, wie er ist, also ohne Gedenkstele. Und vielleicht können wir diese Umfrage repräsentativ bei den Dresdnerinnen und Dresdnern anbringen und sie fragen, ob überall Erklärstelen je nach Zeitgeschmack die Vergangenheit uns erklären. Vielen Dank. Dann Tito Wirz, bitte. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich setze jetzt fort, wo ich aufgehört habe. Es ist, glaube ich, klar geworden, dass diese Stadt eine, gerade auch durch 1945 geprägt, eine sehr starke friedliche Tradition hat. Und Herr Hecht ist dieser hier nicht, leider nicht gerecht geworden. Er hat es auch nicht miterlebt. Und Herr Haase, wenn Sie hier im Prinzip dann sich dem anschließen und hier martialische Sprüche machen, unabhängig aller politischen Verwicklungen und Verantwortlichkeiten, die da irgendwo draußen sind, wenn ich die Bundesregierung als FDP, SPD und Grün anschaue, wie sich die grüne Außenministerin in einem Podium in einen Krieg mit Russland hereinredet und gestern eine Fregatte, eine amerikanische Drohne beschießt, dann sage ich, lassen wir es einfach lieber, es geht wieder schief. Und dann wird diese Stadt, wenn das eskaliert, hier nicht wieder aufgebaut werden. Das kann ich Ihnen sagen, das ist meine Angst und meine Befürchtung. Wir haben hier einen Antrag stehen, im Prinzip, der sagt in Punkt 1, Gedenkstele soll die alte Inschrift wiederkommen. Punkt 2, das ist ganz vernünftig, weil das so geplant ist, soll im Prinzip ein Konzept gefunden werden, wie da würdig gedacht werden kann. Jetzt ist es aber so, hier Punkt 1 ist insofern ein bisschen widersprüchlich, weil ja das ja schon festlegt und damit eigentlich einen Vorgriff auf den eigentlichen Prozess bringt, was diesen Antrag für den Außenstehenden relativ schwer verständlich macht, dass sie es versäumt haben, den Spruch hier irgendwo wieder niederzulegen. Da steht einfach nicht drin. Das heißt, wenn jemand auf der Straße diesen Antrag in die Hand bekommt, schlecht gemacht, wie er ist, dann ist er ihm nicht verständlich, weil gar nicht bekannt wird, welcher Spruch das eigentlich ist. Und jetzt können Sie mal draußen eine Umfrage machen. Die meisten werden diesen Spruch nicht kennen. Und viele haben ja auch ihren Frieden mit dieser ganzen Sache dort gemacht, weil sie dort im Prinzip den Altmarkt, wie er im Prinzip verwendet werden soll, als Marktplatz verwendet haben und dort im Prinzip Dinge verzerrt haben. Ich halte es übrigens auch für in Ordnung. Irgendwann mal wird ein Trauma auch überwunden. Der Altmarkt ist eben kein Friedhof, sondern er ist ein Marktplatz, er ist unser zentraler Marktplatz. Und insofern stimmen wir dem Punkt 2 zu, dem Punkt 1 stimmen wir nicht zu.
Wie gesagt, wir würden uns wünschen, dass hier schonungslos aufgearbeitet wird, dass mal im Prinzip von diesem ritualisierten Gedenken ein Stück auch Abstand genommen wird. Und Herr Lippmann, ich muss Sie auch insofern korrigieren, die Linke soll mal ruhiger zu sein in diesen Themen. Ich bin ja in den 80er Jahren und zur Wende mit auf der Straße gewesen. Ich habe den längeren Wehrdienst verweigert. Heute sind diese Leute bei der Linken und fühlen sich da auch im Prinzip nach solchen Debatten ganz wohl. Insofern ist auch diese BSW-Geschichte gegen Thilo Kießling hier vollkommen fehl am Platze gewesen. Gehen Sie auf die Inhalte, hören Sie auf, im Prinzip sich mit diesen Dingen hier zu profilieren. Ja, und Herr Schmidt, es passt doch nicht zum würdigen Gedenken im Prinzip einer dreifach verfolgten Jüdin in dieser Stadt, Lea Grundig. Die ist verfolgt worden als Jüdin, sie ist verfolgt worden als entartete Künstlerin, als Kommunistin, eine 50-Meter-Straße zu verweigern. Wir schulden als Stadtgesellschaft gerade diesen Menschen, die frühzeitig vor den Nazis gewarnt haben und die Folgen vorhergeahnt haben in ihrer Kunst, eine Rehabilitation. Ich danke Ihnen. Okay, weitere Redner sehe ich nicht und da wurden wir wie angekündigt zum Abschluss vor der Abstimmung nochmal der Kulturbürgermeisterin Frau Klepsch das Wort geben. Bitte schön. Ja, vielen Dank, erster Bürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren Stadträte. Lassen Sie mich nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Die Redezeit ermöglicht es jetzt nicht, auf alle genannten Aspekte einzugehen. Sie merken, Erinnerungskultur ist ein komplexes Thema und lädt zu umfangreichen Debatten ein. Im Jahr 2014 hat dieser Stadtrat, also die Vorvorgänger vor Ihnen, ein Konzept beschlossen, das die damalige Oberbürgermeisterin in Auftrag gegeben hatte. Und diese erinnerungskulturellen Grundlagen für die Landeshauptstadt haben es vorgesehen, vielfältig zu gedenken, das heißt auch pluralistisch zu gedenken. Und das heißt auch ein Nebeneinander von unterschiedlichen erinnerungskulturellen Ansätzen, wie wir sie derzeit in unserer Stadt erleben. Kommen wir zum Altmarkt. Die Stadtverwaltung hatte Ihnen das bereits an anderer Stelle dargestellt. Wir haben es mit dem Gedenkort Altmarkt, mit dem Ausgang der Tiefgarage und der dort entfernten Inschrift in der Tat mit einer komplexen Zuständigkeitssituation zu tun. So will ich es mal formulieren an der Stelle. Und die Stadtverwaltung hat sich im Zuge der für alle Unangekündigten gleichwohl durch den Stadtrat indirekt beschlossenen Entfernung der Inschrift, nämlich im Zuge der Altmarktsanierung, bereits entschuldigt für das Kommunikationsdefizit, was in diesem Zusammenhang entstanden ist. Und das kann ich an der Stelle nur noch mal wiederholen. Das war keine Absicht. Wir als Spitze der Stadtverwaltung wurden auch erst im Nachgang, nach der entfolgten Entfernung, durch die Öffentlichkeit dankenswerterweise in Kenntnis gesetzt und konnten das auch nur im Nachgang auswerten. Kommen wir zur Stele, die angesprochen wurde. Hier will ich es mal kurz zusammenfassen. Im Jahr 2018 hat die Arbeitsgemeinschaft 13. Februar tatsächlich Überlegungen angestellt. Das hat Herr Stadtrat Hase auch skizziert, wie der Gedenkort am Altmarkt besser zu entwickeln ist. Infolgedessen erfolgte dann im Januar 2020 die Errichtung einer Stele, die nochmal den Gedenkort erläutern soll. Und diese Stele wurde wiederum im Herbst 2023 infolge der Sanierungs- und Bauarbeiten beschädigt, sodass kurzfristig eine Erneuerung erfolgen musste. Dazu gab es aufgrund der Kurzfristigkeit verwaltungsintern, ämterübergreifend eine Abstimmung auch über den Text und infolgedessen wurde diese dann sozusagen pünktlich vor dem 13. Februar errichtet. Es gab dann, ich glaube darauf eine Frage von Frau Frohwieser, es gab dann vor rund zwei Wochen auch ein Hinweis, dass diese Stele offensichtlich nochmal beschädigt wurde oder mit einer Intervention versehen wurde. Daraufhin ist das Straßen- und Tiefbauamt vor Ort gewesen, beziehungsweise wurde durch ein Amt der Stadtverwaltung das geprüft. Dort konnten keine Veränderungen an der Stele festgestellt werden. Lassen Sie mich noch kurz auf zwei weitere Aspekte eingehen, die zuletzt von den Rednern genannt wurden. Zum einen auf die Zeit achten. Der Obelisk in Nickern, dessen Kontextualisierung geht
auf einen Stadtratsbeschluss des Stadtrates von 2017 zurück. Infolgedessen hat die Verwaltung dort eine erläuternde Stele daneben gesetzt. Herr Erster Bürgermeister, ich würde darum bitten, zu Ende auszuführen. Das Thema ist doch etwas komplexer in der Beantwortung. Zum Zweiten der Vorwurf an die Verwaltung. Die Stadtverwaltung würde sich nicht mit dem Thema NS-Diktatur auseinandersetzen. Auch hier möchte ich erstens dazu einladen, morgen und am kommenden Samstag das Festspielhaus Hellerau zu besuchen. Dort findet in zwei Tagen, über zwei Tage hin, ein Kolloquium statt zum Thema Aufarbeitung NS-Vergangenheit. Und es werden Forschungsergebnisse des Instituts für Sächsische Geschichte und Volkskunde vorgestellt, die im Auftrag des Kulturamtes durchgeführt wurden. Und es soll auch im Zuge der Sanierung des Ostflügels, des Festspielhauses Hellerau, das Thema SS-Polizeischule und NS-Diktatur dort mit dauerhaft baulich kontextualisiert werden, abgeleitet aus dem Wettbewerbsergebnis des Wettbewerbsgedenkareal Dresdner Norden gibt es ja einen dezentralen Ansatz mit einem sogenannten Splitter, auch Gebäude zu kontextualisieren. Wir sind dazu im Gespräch mit dem Geschäftsbereich Stadtentwicklung Bau, mit dem Hochbauamt, das für die Sanierung zuständig ist. Dort wird es dann, ist der Ansatz im Zuge der Herstellung der Außenanlagen, auch dort finanzielle Mittel einzuplanen und dann dort die Kontextualisierung vorzunehmen. Und ich darf in diesem Zusammenhang auch noch mal darauf verweisen, dass das Zwangsarbeiterlager Hellerberg an der Radeburger Straße bereits durch das Amt für Stadtgrün auch entsprechend in einer Kontextualisierung vorgesehen ist. Dort hat der Freistaat Sachsen über die sogenannten PMO-Mittel 50.000 Euro bereitgestellt. Wir sind aktuell mit dem Stadtbezirksamt Neustadt und Pieschen im Austausch, um dort weitere nötige finanzielle Mittel zu akquirieren, um dann auch an der Radeburger Straße an das Schicksal der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter und der Frauen aus dem Entbindungslager und der dort auch verstorbenen Kinder dauerhaft zu erinnern. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend noch auf die weitere Bearbeitung des Themas Altmarktes zu sprechen kommen, entsprechend der Intention auch des Antrages, dass das in den Beirat für Erinnerungskulturen überwiesen werden wird, hat der Beirat der Erinnerungskulturen in seiner konstituierenden Sitzung am 2. Februar bereits kurz das Thema andiskutiert. Und ich darf darauf verweisen, dass sich dort die Stadträtinnen Frau Dr. Schöps, Frau Dagen, Frau Dr. Geitsch bereits gemeldet haben, dass sie in der entsprechenden Unterarbeitsgruppe zum Gedenkort Altmarkt mitwirken möchten. Ich gehe davon aus, dass dort weitere Vertreter der zivilgesellschaftlichen Initiativen wie der wissenschaftlichen Institutionen, die im Beirat Mitglied sind, sich auch in der entsprechenden Arbeitsgruppe zum Altmarkt einbringen werden und dass wir Ihnen dann in der zweiten Jahreshälfte auch ein Ergebnis zur Diskussion stellen können, wie der Gedenkort Altmarkt weiterzuentwickeln ist. Vielen Dank für die Zeit und für die Aufmerksamkeit. So, dann Geschäftsordnungsantrag Jens Genschmann. Geschäftsordnungsantrag. Die Frau Frohwisser hat mich ja konkret angesprochen, dass ich Falschinformationen verbreite. In ihrer Unwissenheit kann sie es natürlich nicht wissen. Frau Klepsch, Sie haben jetzt gesagt, die Stele ist unverändert. Diese nach unten angebrachte sozusagen Inschrift der Geschliffenen haben Sie angebracht. Habe ich das jetzt so richtig verstanden? Die nach unten jetzt dort noch befindliche Inschrift hat die Stadtverwaltung angebracht, ja? Also, Sie müssen hier zwei Dinge unterscheiden. Die Nichtveränderung bezog sich auf einen Hinweis, nachdem die Stele wieder, also als Ersatzbeschaffung wieder errichtet wurde, weil es dort nochmal einen Hinweis gab, dass es dort eine Beschädigung oder Beschmutzung gab. Dem wurde nachgegangen. Das, was Sie jetzt meinen, ist tatsächlich, dass im Zuge der Wiederherstellung infolge der Beschädigung durch die Baumaßnahmen im Herbst auch eine redaktionelle Prüfung des Textes erfolgt ist. Das war eine Abstimmung zwischen dem Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, dem Amt für Kultur- und Denkmalschutz und meinem Büro. Und es sind dort redaktionelle Korrekturen erfolgt aufgrund historischer Ungenauigkeiten. Und das sozusagen war auch... Nee, wir sind jetzt nicht im Ausschuss hier. Ja? So, Frau Klepsch hat jetzt eine Antwort hier gegeben. Ansonsten eine Wortmeldung noch jetzt, Jens Genschmann, und dann gehen wir in die Abstimmungsrunde.
Es geht nicht um diese Inschrift. Es geht nach unten ist der alte Schriftzug, der auf der Bank war, angebracht worden. Und den hat nicht die Stadt Dresden angebracht. Was die Frau Rohwieser hier erzählt hat, dass ich Lügen verbreiten würde. Wo die Stele eingeweiht wurde, ist oben quer die Inschrift drin. Und nach unten hat ein Aktionskünstler vor über 4 Wochen die Inschrift angebracht. Die ist heute noch nie mit erkannt worden, dass die angebracht wurde. Und ich wollte nur sicherstellen, dass Sie hier gesagt haben, dass nicht die Stadt die angebracht hat. Okay, kommen wir zum Geschäftsordnungsantrag André Schäuber. Geehrter Herr Erster Bürgermeister, hinsichtlich des Tagesordnungspunktes 5 beantrage ich punktweise Abstimmung. Für welchen Antrag? Top 5. Okay, dann würden wir jetzt in die Abstimmung gehen. Ich würde jetzt wie folgt vorgehen. Erst Top 4, zunächst den Änderungsantrag AfD abstimmen. Wenn da keine Mehrheit bekommt, würden wir den Ursprungsantrag abstimmen und dann würden wir zu Top 5 gehen und dort wie gewünscht dann punktweise abstimmen. Gehen wir also zu Top 4 zurück. Wer hier dem Änderungsantrag zustimmen kann, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Mit 17 Ja, 50 Nein, eine Enthaltung, keine Mehrheit bekommen. Dann würden wir jetzt den Ursprungsantrag AfD-Fraktion abstimmen. Wer hier zustimmen kann, bitte um das Stimmzeichen. Mit 17 Ja, 50 Nein, eine Enthaltung, keine Mehrheit bekommen. Dann kommen wir zu Top 5 und wie gewünscht punktweise Abstimmung. Wer den Punkt 1 des interfraktionellen Antrags hier zustimmen kann, dann bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 34 Ja, 35 Nein, 0 Enthaltung, keine Mehrheit bekommen. Und wir stimmen über den Punkt 2 des interfraktionellen Antrags ab. Wer hier seine Zustimmung geben kann, ebenfalls das Stimmzeichen. Mit 64 Ja, 3 Nein, 0 Enthaltung, so mehrheitlich beschlossen. Vielen Dank. Und wir würden trotzdem ja üblicherweise 18.30 Uhr Pause machen, würde ich aber vorschlagen, machen wir mit der nächsten Aktuellen Stunde weiter. Hier geht es um die Dresdner Bäder, einreichende Fraktion Die Linke und